Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war wieder live auf Twitch und wir haben die Desert Bunny Shell für Februar gebaut. Dieses Mal ist es ein Kindergarten, passend zum neuen Pack Zusammenwachsen. Ja, wir haben auch diesmal ein bisschen länger Zeit für die Shell, denn wir wollen ja dieses wunderbare Pack direkt in unsere Shell mit einbauen. Während das Speedbild im Hintergrund läuft, erkläre ich euch, was ihr dürft und was ihr nicht tun dürft. Am Ende des Videos seht ihr alle Regeln auf einen Blick zusammengefasst. Außerdem könnt ihr die Regeln unter Ausrufezeichen Shell im Twitch-Chat aufrufen. Dann kommt ihr zu unserem Google Docs-Dokument oder in unserem Desert Bunny Discord. Link ist unten in der Infobox. Außerdem seht ihr den Grundriss, denn diesmal ist es wichtig, dass die Räume in den vorhergesehenen Raum eingerichtet werden. Das Thema der neuen Shell im Februar ist ein Kindergarten. Wir haben uns gedacht, was passt besser zum neuen Pack als ein Kindergarten, ganz genau. Und er wird so aufgebaut sein, dass es eine Kinderkrippe, einen Kindergarten und einen Hort geben wird. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr daraus macht. Die Grundstücksart ist dieses Mal allgemein, denn wir wissen nicht, ob es eine neue Grundstücksart geben wird. Außerdem ist die Grundstücksgröße 30x40 und wir bauen in Windenburg. Falls ihr Windenburg nicht haben solltet, ist das gar kein Problem. Baut einfach auf irgendein anderes beliebiges 30x40 Grundstück. Allerdings die kurze Seite nach vorne, denn genau so wird die Shell bei mir platziert. Ich habe die Shell auf dem Grundstück Landhaus Kronenberg gebaut. So that's impressive, how much you're messing with my feet. Diesmal muss der Garten gestaltet werden. Außerdem müsst ihr Platz für das Baumhaus, welches im neuen Pack hinzukommt, lassen. Wenn ihr das neue Pack nicht habt, ist gar kein Problem, beziehungsweise nicht kaufen möchtet, dann werde ich einfach das Baumhaus dort platzieren, wo ihr es vorgesehen habt. Dach, Zaun, Treppe, Türen, Fenster dürfen getauscht werden und ihr dürft frei entscheiden, wie ihr sie platziert, bis auf die Treppe. Die Raumhöhe unten muss mittel sein, oben klein. Wichtig ist, dass das Grundstück bespielbar ist, denn die Gewinner-Shell zieht in meine Let's Plays ein. Die Gegenstände außerhalb des Hauses müssen wieder platziert werden. Wichtig ist, sie dürfen nicht verkleinert werden. Diesmal sind es 3 Töpfchen, ein Kleinkindbett, Kindergeige, 3x Pflanzentöpfe, Gartenfreund Häschen, Sack voll Geld, Wasserfall und ein Spind. Achtet dieses Mal bitte wieder darauf, dass nicht zu viel Ladezeit beim Platzieren entsteht, damit wir eure Shell nicht disqualifizieren müssen. Folgende Punkte sind für die Shell Challenge im Februar erlaubt. Ihr dürft Move Objects On nutzen. Ebenfalls dürft ihr Debug Items nutzen. Alle Packs dürfen verwendet werden. Ein weiteres Mini-Haus, was maximal 3x4 Kästchen groß ist, darf im Garten hinzugefügt werden, zum Beispiel als Gerätehaus oder ähnliches. Wände öffnen dürft ihr ebenfalls. Was bedeutet Wände öffnen? Ihr dürft zum Beispiel 1, 2, 3 Wandfragmente entfernen, damit der Raum groß wird und ihr ihn sozusagen anders benutzen könnt. Wände durch Spandrillen dürfen ersetzt werden. Halbwände und Plattformen dürft ihr setzen. Eine Terrasse dürft ihr bauen. Die Farbe der Gegenstände darf geändert werden. Verboten ist, CC und Toolmod zu verwenden. Innen- und Außenwände dürfen nicht entfernt werden. Innen- und Außenwände dürfen auch nicht hinzugefügt werden. Und die Größe der Gegenstände darf nicht geändert werden. Ihr findet die Shell unter meiner EA-ID Sepharina oder unter dem Hashtag DesertBunnysShellFeb23. Yeah.
Wenn ihr fertig seid mit der Shell, ladet sie bitte bis zum 17.03.2023 um 20 Uhr in die Galerie unter dem Hashtag DesertBunnyShellFeb23. Die Shell-Tour findet am 18.03.2023 um 19.30 Uhr live auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/Safarina statt. Und die ersten drei Plätze gewinnen wie immer ein Sims 4-Pack nach Wahl. Ob es ein Erweiterungspack, ein Gameplay-Pack, ein Set, ein Accessoire-Pack und so weiter ist, variiert wie immer. Deshalb lasst euch überraschen. Außerdem zieht der Gewinner in mein Let's Play ein. Wie am Anfang schon erwähnt, ist die Raumaufteilung wichtig. Hier seht ihr, wie ihr die Räume einräumen sollt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Bauen, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!